Yay, welcome home. Also für mich bedeutet zu Hause zu sein, eine Umgebung zu haben, wo man sich wirklich zu 100% identifizieren kann und wo man sich auch zu 100% wohlfühlt, ja, und auch eine Art Oase zu Hause hat. Ich bin ja sehr, sehr gerne auf Reisen, aber wenn ich dann nach Hause komme, ist es einfach ein total schönes Gefühl, die Tür aufzuschließen, dann diesen Holzduft in der Nase zu haben und einfach, ja, sich fallen zu lassen. Hi, ich bin Elena. Ich bin Samuel. Wir haben mit Baufritz gebaut und haben uns hier unsere Wohlfühloase geschaffen. Ja, man muss eigentlich sagen, wir waren gar nicht aktiv auf der Suche nach einem Haus. Es war so, dass meine Schwiegereltern hier in der Gegend ein Grundstück gefunden haben und uns dann gefragt haben, ob wir nicht gemeinsam ein Mehrgenerationenhaus bauen wollen. Haben dann hier gemeinsam gebaut und ja, die Entscheidung für Baufritz ging eigentlich relativ schnell, weil uns besonders wichtig war, dass es ein nachhaltiges Haus ist, vor allem auch ökologische Baumaterialien. Ja, wir hatten auf jeden Fall schon viele Vorstellungen, wie unser Traumhaus einmal aussehen soll. Bei uns ist es so, Samuel und ich haben einen ganz ähnlichen Einrichtungsstil und wir sind beide Fans vom Bauhausstil, also sehr geradlinig, sehr offen, sehr hell. Ja, bei der Innengestaltung vom Haus war uns natürlich Holz als Baustoff ganz wichtig, als ökologisches Material und dann natürlich auch, dass wir einen sehr offenen Grundriss haben, auch sehr geräumig, mit viel Platz für Gäste, für Freunde, weil uns natürlich auch wichtig war, gerade jetzt in dem Mehrgenerationenhaus auch einfach langfristig zu denken und wir haben sehr gerne Besuch und die Familie wird in Zukunft bestimmt auch wachsen und deshalb waren uns die Themen ganz, ganz wichtig bei der Planung des Hauses. Bei der Küche waren wir uns tatsächlich ganz schnell einig. Wir wussten, dass es eine komplett weiße Küche werden soll, passend zu unserem Scandi-Stil und auch sehr clean gehalten. Wir haben hier eine Quarzsteinoberfläche, die uns ganz gut gefallen hat. Deshalb haben wir uns für die entschieden. Und hier in der Nische ist der besondere Eyecatcher unsere Metrofliesenwand in der Farbe Mintgrün. Und je nach Lichteinstrahlung wirkt sie auch eher mintgrün oder eher grau. Das hat uns echt gut gefallen. Und in der Nische steht auch unsere Kaffeemaschine. Fun Fact dazu, wir trinken eigentlich gar keinen Kaffee, sondern nur, wenn Gäste da sind, wenn Freunde da sind, wenn die Familie da ist, dann bereiten wir auch gerne mal einen Kaffee, einen Espresso oder auch einen Cappuccino zu. Wollt ihr einen Kaffee trinken? Mein absoluter Lieblingsplatz hier in der Küche ist auf jeden Fall unser Sitzfenster. Hier sitzen wir mega gerne und es ist auch so ein kommunikativer Ort, gerade wenn Gäste da sind. Wir gemeinsam kochen, sitzen immer ein paar hier im Sitzfenster und gucken zu. Und ich sitze natürlich auch super gerne da zum Lesen oder einfach, um den Blick nach draußen schweifen zu lassen. Und hier sitze ich immer freitags im Homeoffice und arbeite. Und ich gebe es zu, ab und zu schaue ich auch mal hier rechts aus dem Fenster raus und lasse den Blick in die Ferne schweifen. Nach der Arbeit entspanne ich mich am liebsten unten, das zeige ich euch jetzt mal. Und den Koffer, den nehme ich gleich mit. Hier steht nämlich mein Klavier und da kann ich mich total gut entspannen und zur Ruhe kommen, während ich spiele. Wollt ihr mal was hören? Ja, ja, jetzt wo die Kamera da ist, fängst du an, den Kopf auszuholen. Ja, bei der Einrichtung hier im Schlafzimmer haben wir vor allem darauf geachtet, dass wir nochmal den Scandi-Stil mit reinholen. Also ganz viel Eiche, ganz viel Weiß, viele natürliche Materialien und ja, um einfach so eine Wohlfühlatmosphäre auch zu schaffen. Für mich ist wichtig, dass wir natürlich auch einen schönen Blick haben. Mhm. Vom Bett schauen wir eigentlich direkt in den Schwarzwald rein und das ist schon, auch wenn man morgens aufsteht und die Sonne aufsteht, das ist was echt Tolles. Es ist mega, wenn morgens die Rollläden hochgehen und man liegt im Bett und die Sonne scheint rein, das ist echt super. Mhm.
Während der Bauphase hat uns auf jeden Fall die Bemusterung richtig gut gefallen. Da konnten wir an 2 oder 3 Tagen extrem viel aussuchen und ganz viel entscheiden. Wie zum Beispiel, man kann es hier im Bad ganz gut sehen, unsere schwarzen Armaturen oder auch das Waschbecken. Und hinter mir, da sind wir mal richtig mutig geworden für unsere Verhältnisse und haben uns dafür eine Fliese in der Schwarz-Weiß-Optik entschieden. Eine persönliche Note schaffen wir hier im Haus auf jeden Fall durch ein paar Farbakzente und auch durch unsere DIYs, die ihr hier an der Wand seht. Die Bilder habe ich selbst gespachtelt, das sind White Art Bilder und am Ende haben wir noch einen schönen Schattenfugenrahmen ausgesucht und haben sie dort eingerahmt. Und so entsteht natürlich auch eine individuelle Note, weil die Bilder ja sonst niemand hat außer wir. Im Winter ist mein Lieblingsplatz auf jeden Fall hier auf der Couch und zwar immer mit Blick auf unseren Tunnelkamin. Wenn da das Feuer knistert, entsteht so eine richtig schöne Atmosphäre und Stimmung hier im Raum. Und hier noch ein kleiner Tipp am Rande für alle Bauherren. Wenn ihr eine Idee habt oder einen Wunsch habt für euer Haus, dann lasst euch auf jeden Fall nicht davon abbringen. Das war bei uns mit dem Tunnelkamin so, da haben viele uns eher davon abgeraten. Wir haben es aber dann trotzdem gemacht und sind jetzt mega happy im Nachhinein über die Entscheidung. Wenn euch das Video bisher gefallen hat und ihr noch mehr Haustouren sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da und folgt dem Kanal. Also im Sommer sind wir sehr gerne hier im Garten bei uns und da ist natürlich eine Terrasse, wo man schön sitzen kann mit einer Lounge hier draußen und einem Tisch ist natürlich schon schon unser Place to be. Hier draußen finde ich eigentlich am schönsten, dass man hier so in die Ferne schauen kann und natürlich auch, dass wir die Nähe zur Natur haben, den Wald direkt um die Ecke, wir hören die Vögel, die zwitschern und ich finde, da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis dann zu Baufritz. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass es zu Hause, finde ich, doch am schönsten ist. Das hast du schön gesagt.